Okay. Dann schauen wir uns das mal an, ob das geht. Ich bin gespannt. Es gab ja ein Pokémon. Es gab ja das Porenta zu klauen. Mal schauen. Hat keiner gesehen. Die haben ja auch Pokémon, aber ich glaube, das kann ich nicht klauen. Nee. Guckt mal, ich habe ein neues Pokémon gefangen. Ein Porenta. Ich bin so stolz auf mich. Hi, du wirst auch kämpfen. Na, jetzt ging das wenigstens ohne Konsequenzen. Und Bob kann nichts mehr sagen, weil er hier nicht mehr wohnt. Offiziell zumindest nicht. Warum ist das nur Level 25? Waren wir nicht schon höher vom Level? Okay, naja. Was auch immer. Oh, das schon wieder. Wie gut, dass ich ein Wasser-Pokémon ohne Wasserattacken habe. Da kann man so viel gegen Boden-Pokémon mit ausrichten. Guckt euch das an. So hilfreich. Hast du dir mal überlegt, Gyarados, dass so langsam Zeit ist für eine Wasserattacke? Hast du mal drüber nachgedacht, wie sinnvoll das jetzt wäre? Wie sinnvoll das schon in der letzten Stunde gewesen wäre? Das wäre es nämlich. Sogar sehr. Ja, das ist nicht richtig. Oh, ja, wenn du sagst. Ein Wasserstein. Ah ja, der fehlt ja noch. Oh. Ursa-Ring wollte ich schon sagen. Teddy-Ursa. Eine Nummer kleiner. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich als nächstes hin muss. Ich würde sagen, wir... Hier jedenfalls nicht. Ist das Spiel doch jetzt schon zu Ende? Kann das sein? Geht es doch nur bis zum dritten Orden? Ich wüsste nämlich nicht, wo ich weiterkomme, ehrlich gesagt. Hm. Oh, hi! Ja, da hinten geht es schon mal nicht weiter. Es kann natürlich sein, dass das Spiel hier schon zu Ende ist. Das ist durchaus möglich. Müssen wir mal gucken. Aber wir konnten immerhin unseren Starter schon entwickeln. Das ist doch schon mal fein. Vielleicht kann ich durch den Felstunnel noch durch. Ich weiß es nicht. Oh, vergiftet. Toll. Fies. Warum hat das auch überlebt? Was soll das denn? Ja, ob ich das heile, ob das Sinn macht. Ich habe ja gar nichts mehr zum richtig heilen, deswegen. Wahrscheinlich nicht. Das Beleben sinnvoller als die Vergiftung jetzt heilen. Tschüss. Das war jetzt ein One-Hit. Das war fein. Wie viele Käfer hast du? Müssen wir darüber reden, dass du ein Problem hast? Das sind ein bisschen viele Käfer-Pokémon. Ein Snubbull. Auch gut. Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Nee. Ach, hier gehen Pokémon noch K.O. durch Gift. Mist. Ja gut, aber ich wollte es eh K.O. gehen lassen und dann wieder beleben. Das ist okay. Willkommen zurück. Ach, das könnte ich dann auch mal wieder beleben. Wir probieren jetzt noch das mit dem Felstunnel aus und ansonsten, glaube ich, war es das. Was will denn eigentlich die Polizei hier? Vielleicht reden wir mal mit der Polizei. Ich speichere mal. Ah. Okay. Was sagen die Leute hier? Okay, sie will wetten. Na gut, machen wir das. Fies, da kann man ja gar nicht gewinnen. Ich dachte, ich muss gegen sie kämpfen oder so.
Venushock, Blizzard oder Donner? Wir nehmen Venushock. Oh, okay. Ah, jetzt geht's raus. Fies. Hallo. Ich verkaufe gestohlene Pokémon. Ich habe ein Baby-Relaxo. Danke für Baby-Relaxo. Balui Junior. Okay. Was machst du? Okay, er verkauft Beeren. Er verkauft irgendwelche Items. Nugget, okay. Ah, Entwicklungs-Items. Bringt mir jetzt nicht so viel. Aber gut, alles klar. Saskia, willkommen zurück. Ach, sie wollte mir ein Geheimnis erzählen. Da war ja was. Stimmt. Dann schaue ich mal, was die Pokémon-Pension so will. Würde ich sagen. Guten Tag. Dr. House. Er hat seine Preise einfach erhöht. Das ist aber nicht nett von ihm. Das ist aber unfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Ist hier immer noch alles voller Polizei? Nö. Wie schön. Dann gehen wir doch mal hier zurück ins Versteck. Vielleicht haben die Neuigkeiten für mich. Das wäre ja nett. Erstmal gehen wir heilen. Hallo, einmal bitte heilen. Ja, ja, bla bla. Wie lief es mit Bill, was? Nein. Er sagt immer noch das gleiche wie vorhin. Schade. Dann probieren wir es mal, ob ich zum nächsten Tunnel hier rechts komme. Gab es hier bessere Heil-Items zu kaufen? Ich schau mal eben nach. Hallo? Ja, super Tränke. Na, das ist doch immerhin was, würde ich sagen. Die reichen uns immer noch nicht richtig zum Heilen, aber ist okay. Das auch gut. Na gut. Auf Wiedersehen. Das war's dann. Mehr wollte ich gar nicht. Dann schauen wir mal, ob wir da weiterkommen, würde ich sagen. Gucken wir mal. Da hoch komme ich nicht, ne? Ich glaube, dafür brauche ich Surfer. Ja, dafür brauche ich Surfer. Später dann. Das nur für die ganz krassen Leute. Entschuldigung. Ich muss hier durch. Dankeschön. Okay. Hier scheint es fürs Erste weiterzugehen. Also gucken wir mal. Du hast Pokémon, du bist mein. Okay. Ganz schön Besitz ergreifen. Die, ach nein, was ist denn das? Oh nein. Okay, es ist zurückgeschreckt. Alles klar. Warum auch immer die Polizei jetzt gegangen ist. Vielleicht, weil sie Bob festnehmen mussten. Das kann natürlich sein. Vielleicht haben sie ihn festgenommen. Ja, jetzt ist es gar keine Fee. Jetzt mache ich gar nicht extra viel Schaden mit meiner Giftattacke. Das ist traurig. Oh, ich hätte dafür die Gesteinsattacke. Egal. Es hat gereicht. Das ist das Wichtigste. Oh. Na, sehr schön. Jetzt wird das auch endlich mal ein bisschen stärker und kann wieder richtig mitkämpfen. Das finde ich sehr fein. Sehr gut. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, auch eine gute Attacke. Aber ich glaube nicht, dass die irgendeins von meinen Pokémon lernen kann, ehrlich gesagt. Hi. Hast du mich auch mal entdeckt? Hat ja lang genug gedauert, ne?
Oh nein, Donphan. Na toll. Da kann Mara nicht viel machen. Einmal Mogelhieb und dann... Oh, das war erstaunlich viel Schaden. Hätte ich nicht gedacht an einem Donphan, aber gut. Wild. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Und, wie viel? Ah, ich flieg doch eh. Ist ja egal, was er da tut. Kann er machen, wenn er möchte. Oh. Das war wenig Schaden. Drachenwut ist langsam auch nicht mehr so gut, leider. Aber das ist ja normal. Je stärker die Pokémon werden, desto weniger gut ist die Attacke. Ist ja leider so. Und kein Level Up. Fies. Ah, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einfach eine Wasserattacke. Sag mal, lernt Garados von sich aus irgendwann Wasserattacken? Ich weiß es gar nicht. Oder muss man ihm die per TM beibringen? Weil ich habe keine Wasserattacken-TM. Das ist ein bisschen ungünstig. Hörst du auf, mit Stein auf mein Flug-Pokémon zu werfen? War das ein Nein? Ich glaube, das war ein Nein. Na gut, wir haben noch Piri. Piri erledigt das. Hätte ich eigentlich gleich einwechseln sollen. Aber naja. Ach, guck mal, jetzt gibt es ein gutes Level-Up. Schauen wir mal, ob es hier hinten weitergeht. Ich bin extra früh aufgestanden, um meine Pokémon aus ihren Kokon schlüpfen zu sehen. Cool. Cool, cool. Okay. Schade, dass das nicht gereicht hat. Können wir über den 1KP-Fluch reden, dass der real ist? Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Wir bleiben einfach drin. Parasekt. Okay, wäre ich besser nicht drin geblieben, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob Garados gut schmeckt, ne? Also, wenn es nicht bald eine Wasserattacke lernt, dann gebe ich es frei, okay? Die Nervensäge, das Wasser-Pokémon ohne Wasserattacken. Das ist nicht okay von ihm. Mara, würdest du bitte aufwachen? Guten Morgen. Oh nein, ich bin ja als Unlicht. Oh, du hast der Käfer natürlich sehr effektiv. Das ist semi-optimal. Das war nicht gut. Oh, guck mal, wie sich das Ding voll geheilt hat. Oh, da bin ich nicht sehr effektiv, ne? Okay, er heilt sich aber nicht nochmal. Und gecritet. Parasek ist klar. Findest du das fair? Aber gab wenigstens noch ein Level Up. Dann hatte das was Gutes. Ihr seid wiederbelebt. Viel Spaß. Willkommen zurück. Ach komm, wir kämpfen gegen den. Ha. Hi. Dass er mich nicht auf die Entfernung gesehen hat, sondern nur, ich musste direkt vor ihm stehen. Auch gut. Das Problem ist, gegen das Ding. Gegen das Ding haben wir ein Problem. Das ist das Problem, das Ding. Komm schon, vergift es. Okay. Aber wenn du meinst, das war eine gute Idee, deinen Angriff und deine Verteidigung zu wechseln. Tut mir leid, war es nicht. War es überhaupt nicht. Traurige Geschichte an der Stelle. Weil, wir alle wissen, Potrot hat gar keinen Angriff. Und damit hat es dann gar keine Verteidigung mehr. Was ungünstig ist. Für ihn, für mich nicht. Na, gecrittet. Das
ist ja schön. Nein. Ah, warum ist es ein One-Hit? Oh, ich dachte, ich überlebe. Oh. Fies. Ich glaube, niemand mag Potrott. Außer den Leuten, die Potrott im Team haben. Die mögen das dann natürlich. Aber alle, die gegen Potrott kämpfen müssen, mögen Potrott nicht. Außerdem ist es gruselig. Ja, das ist ein sehr gruseliges Pokémon. Ja. Machen wir doch gern die Attacke. Hallo. Duelltime, Mirio, herzlich willkommen. Mit dem nächsten Level lernt es dann vielleicht Nassschweif. Ja, fies von ihm, dass es seine Attacke noch nicht kann. Auf Level 21 hat es schon was lernen sollen. Das ist echt fies von ihm. Na, dann hoffen wir, dass das besser wird mit dem nächsten Level ab und dass es dann endlich was lernt. Aber ich weiß ja nicht, das Problem ist immer, auf welcher Generation basiert dieses Fangame. Basiert das auf der dritten? Weil da ja oft alles nochmal ein bisschen anders ist. Dr. Bonesaw. Hört sich sympathisch an. Vielleicht heilt er auch meine Pokémon. Hi. Ah, ich bin ein unlizenzierter medizinischer... okay. Ich heile deine Pokémon, okay. Cool. Wenn dritte, dann bis Level 40 nichts. Das ist traurig. Und Patti hat einen Katzenlecker-Deal gekauft. Das ist nicht traurig. Für die Katzen zumindest. Ja, Mara, gib schon ein Leckerli. Bitte schön. Viel Spaß damit. Na dann, sind wir jetzt wenigstens geheilt. Das ist doch immerhin was. Für 500. Guten Tag. Möchtest du einmal Muggelhieb? Oh, Saskia, das hört sich nicht nett an, 35 Grad im Zimmer. Das muss nicht sein. Ich habe ja meine ganze Kindheit und Jugend auch unterm Dach gewohnt. Auch jeden Sommer mit 35 bis über 40 Grad. Das war so krass. Da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Bei uns wären es, ich glaube, maximal mal 24 Grad im Haus. Das geht, das ist ganz okay. Wobei, wenn es zu lange so mega heiß ist, kriegst du da die Wärme auch nicht mehr raus. Das gleicht sich dann immer mehr an. Aber aktuell ist es noch voll okay bei uns, zum Glück. Zurückgeschreckt. Und Level up. Oha. Oh, guckt mal. Mein Wasser-Pokémon. Es will sinnvoll sein und lernt jetzt einfach eine Eisattacke. Danke. Toll. Gyarados. Das ist ja hilfreich. Das ist Wasser, aber fast. Oh, ein Potrott. Oh, nächste Woche geht die Schule bei euch wieder los und es sind 40 Grad angesagt. Ja, das hört sich nicht nett an. Das ist nicht gut. Ich weiß noch, dass bei uns auch oft diese abartig heißen Temperaturen waren, kurz vor Sommerferien. Das war immer nicht nett. Das war gar nicht nett. Und dann haben wir meine Schule hatte damals 6 Stockwerke, ne? Und dann musste ich einmal im Hochsommer bei 30 Grad draußen, in dem Zimmer hat es fast 40, ich glaube es hatte 40 Grad, hatte es 40 Grad und ich musste einfach eine von meinen letzten Klausuren vorm Abi schreiben. Das war uncool. Kriegen die Kinder direkt wieder hitzefrei.
Gibt es hitzefrei wirklich? Bei uns gab es das nie. Ich hatte nicht einmal hitzefrei und es war oft genug die Temperatur erreicht. Und unser Schulleiter meinte immer, nee, also das ist ja kein Gesetz. Das hängt ja von mir ab, ob ich das mache oder nicht. Und wir hatten nicht einmal schulfrei oder beziehungsweise früher Schule aus. Das war schon fies. Hatten wir nicht ein einziges Mal, dass irgendwas geändert wurde. Aber dieses Jahr ist es schon echt krass, oder? Mit den Hitzewellen, mit den andauernden. Ich habe das Gefühl, wir haben eine einzige lange Hitzewelle, oder? Also, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, hier im Sauerland, hatten wir nur irgendwie mal 2, 3 Tage über 30 Grad und das war's. Das war quasi nur eine Hitzewelle und dann waren wir fertig damit. Und dieses Jahr haben wir jetzt, weiß ich nicht, das vierte Mal mehrere Tage hintereinander über 30 Grad. Das ist schon krass irgendwie. Dankeschön für den Sternschauer. Und danke für nicht mehr verwirrt sein. Das ist fein. Und geheilt. Das ist auch sehr fein. Oh, da ist ein Item und ich hab's verpasst. Da müssen wir zurücklaufen. Das geht ja gar nicht. Potrott, da komme ich ja gar nicht an dich ran. Dabei wollte ich dich jetzt unbedingt fangen. Bei uns an der Schule haben sich die Eltern beschwert, weil die Kinder wegen Hitze früher frei hatten. Na, das ist ja auch nett. Wow. Nun. Da kannst du dann auch nichts mehr machen. Wahrscheinlich gab es deswegen bei uns an der Schule nicht ein einziges Mal hitzefrei. In den Jahren, in denen ich da war. Wegen solchen Eltern. Das hätte auch reichen können, finde ich. Das hätte auch genug sein können. Aber nein. Level up! Oh. Sehr schön. Ah, aber dann kriege ich nicht mehr den Boost. Ich glaube, dadurch ist das immer noch stärker. Na warte, habe ich überhaupt noch Techniker? Ich weiß es gar nicht. Habe ich meine Fähigkeit überhaupt noch? Nein! Nein, ich habe meine Techniker-Fähigkeit gar nicht mehr. Ich meine, die ist auch cool, dass meine Attacken stärker sind, wenn ich zuerst angreife. Ja, aber jetzt bin ich traurig, weil ich die Attacke deswegen nicht gelernt habe, weil ich dachte, ich hätte die andere Fähigkeit noch. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Hallo, Ampharos. Nein, danke. Nein, danke. Hier, nimm Balui. Dankeschön, Balui, für deinen Einsatz fürs Team. Das war sehr freundlich. Komm her. Okay, das war guter Schaden. Das könnte besserer Schaden sein, wenn ich meine alte Fähigkeit noch hätte. Aber nein, traurige Geschichte an der Stelle. Oh. Hallo, Kleinstein. Wie geht's, wie steht's? Martha hat 3 Pokémon. Und eins davon, ach herrje. Okay. Oh, Hälfte Schaden, sehr schön. Das ist natürlich krass. Das Power-Move, der Predator war es, glaube ich, hieß die Fähigkeit. Die ist natürlich sehr cool, dass hier meine Attacken geboostet werden. Das finde ich sehr fein, muss ich sagen. Das ist cool. Aber natürlich nur, wenn ich als Erster angreife. Aber es ist nett, muss ich sagen. Kann man mal machen. Dadurch ist der Muggelhieb natürlich immer noch unfassbar OP.
Nein, die Stacheln. Die Stacheln sind zurück. Das ist nicht nett mit den Stacheln. Nein. Nein, Stacheln, nein. Ich, das, ups. Naja, wollte ich nicht einsetzen. Wild. Ah, meine Genauigkeit gesenkt. Dankeschön, dankeschön. Das ist die Strafe dafür, dass ich mich vorhin verklickt habe. Ja, also, hat er jetzt nicht schon mehr als dreimal Stacheln ausgelegt? Vielleicht war es auch genau dreimal und ich habe nur einmal mehr gedacht. Das kann auch sein. Das Blöde ist, mein Unlicht-Pokémon kann jetzt keine einzige Unlicht-Attacke. Das ist ungeschickt. Autsch, Stacheln. Das will man doch bei einem Mogelhieb sehen, oder? Ich finde, so muss ein Mogelhieb immer aussehen, oder? Ein feiner Mogelhieb, so. Martha, das war's. Glaubt ihr, der sieht mich nicht? Oh, er hat mich nicht gesehen. Oh. Glaubt ihr, der sieht mich nicht? Oh, da sind doch... Der hat einen Freund. Er hat einen Freund. Okay. Oh ja, gut, da macht das jetzt nicht so viel Schaden, aber war zu erwarten. Oh nein, warum ist das denn schon down? Na toll, jetzt habe ich nichts. Das ist nicht gut. Bulldoze. Ach, daneben. Sehr schön. Die Wasserattacke. Die wäre schon fein. Aber wenn es erst mit Level 40 Wasserattacken lernt, dann dauert das ja noch eine Weile. Ich könnte ihm ein paar von meinen wie heißt es? Sonderbonbons geben. Sonderbonbons. Ja gut. Das lohnt sich jetzt nicht, da ein Sonderbonbon zu geben, wenn das so kurz vom Level absteht, aber wenn es dann das Level hat. Potrott, dann machen wir das. Und ich sollte ganz dringend nach dem hier mal wieder speichern, weil ich glaube, das habe ich schon eine Weile nicht mehr getan. Oh, Nidoqueen. Ein cooles Pokémon. Leider jetzt Bodentyp. Nein, Doppelkick. Das hätte ich wissen können, dass es das kann. Ups. Das tut mir jetzt fast leid. Aber sein Angriff ist... Oh. Ist gesenkt. Das ist nicht gut. Dass meine Angriffspunkte leer sind. Nein! Der 1-KP-Fluch. Ich bin nicht vergiftet. Okay. Alles klar. Das ist schon mal... Das ist schon mal fein. Das gibt ein Level-Up. War das sein letztes? Er hat noch einen Nidoking. Wir haben ein Problem. Würde ich jetzt mal vermuten. Giftstachel. Nein, und diesmal hat er vergiftet. Ich habe einfach fast noch ein Level-Up mit dem Nidoqueen gekriegt. Das ist krass. Das ist sehr krass. Chip away. Dankeschön. Wenn ich jetzt besiegt werde, komme ich zurück zu dem Wissenschaftler. Wenn du jetzt eine Psycho-Attacke könntest... Meine ganzen Pokémon können einfach nicht die Attacken, die sie können sollten. Mein Psycho-Pokémon kann keine Psycho-Attacken. Mein Wasser keine Wasser. Das ist ungeschickt, Leute. Das ist sehr ungeschickt, muss ich sagen. Oh. Und ich mache überhaupt keinen Schaden. Wenn er sich jetzt nochmal K.O. schlägt. Oh ja. Oh ja, dann kriegen wir ihn besiegt. Oh, das gibt richtig gut XP, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Oh, einen Wunsch möchtest du? Ich würde sagen, das macht mehr Sinn als der Rückenwind. Sehr schön. Eigentlich muss ich jetzt zum Heilen zurück, ne?
Der ganze Weg umsonst. Nee, war ja nicht umsonst. Ich habe ja ein paar Trainer besiegt. Ah, ich habe ein einziges Fluchtseil. Gut, gut, gut. So muss das sein. Das ist ja schön. Hallihallo. Jetzt muss ich aber den ganzen Weg nochmal laufen. Mal gucken, ob Schutz funktioniert. Dann setze ich nämlich einfach Schutz ein. Hier, ich hab einmal normalen Schutz und einmal Superschutz. Gucken wir mal. Dann sollten ja theoretisch... Ja, sieht aus, als würde es funktionieren. Dass keine Pokémon auftauchen. Sehr schön. Hier komme ich her. Ja. Oh, das hat mich bei einem Fangame, hat mir da schon ein paar Mal das Spiel abgeschmiert, wenn ich aus dem Menü raus bin und darüber die eingesetzt habe. Deswegen machen wir das lieber nicht. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sind wieder da, wo ich, seht euch das an. Ein neues Fluchtseil. Exakt an der Stelle, wo ich das andere benutzt habe, quasi. Das ist wild. Das ist echt sehr wild. Ich habe das Gefühl, wir sehen viel zu oft X-Bud. Oder? Viel zu oft. Akrobatik. Oh nein, das hat Konzentrator. Ah. Das macht aber wenig Schaden. Irgendwie hatte ich gehofft, das macht mehr. Mist. Nun. Nun. So, komm her. Wir beißen dich jetzt. Oh, du bist schneller. Ja gut, das ist ein X-Bud. Stimmt, das ist ein X-Bud. Krass, dass mein Snobine-Cutter schneller ist. Das ist beeindruckend. Golem. Oh nein. Mach ich mit Eiszahn Schaden? Die Antwort ist nein. Wir geben ihm nach dem Kampf aber dann Sonderbonbons. Oh, wow. Okay. Das war nicht fein. Ach, er hat mich runtergeworfen. Ich wollte mich gerade beschweren, warum der mich mit der Bodenattacke trifft. Aber er hat ja davor mich vom Himmel geholt. Ja, ja, okay. Das macht dann Sinn. Das ist okay. Ich gestatte das. Das ist in Ordnung. Das ist nicht illegal. Oh, okay. Fies. Komm her. Das war's jetzt aber. Wie viele Sonderbonbons habe ich denn? Wartet, hat das jetzt... Das hat ja gar kein Level-Up gekriegt. Ah, dann lohnt sich das Sonderbonbon nicht, wenn es kurz vorm Level-Up steht. Nee, nee. Nee, nee, dann machen wir das nicht. Nee, nee. Und Tränke. Ach, ich habe auch noch normale Tränke. Die müssen wir natürlich auch noch benutzen. Die heilen zwar nicht viel, aber man muss sie ja zum Fenster rauswerfen, ja? Patschi hat einmal Trinken gekauft, das finde ich gut. Immer schön trinken bei dem Wetter, das ist wichtig. Wie hast du die ROM zum Laufen gebracht? Das hier ist kein Hack. Das hier ist nicht die normale Rocket Edition, das ist eine andere. Das ist ein normales Fangame. Braucht man keine ROM. Deswegen funktioniert das auch. So, ich würde sagen, wir machen jetzt aber nach dem Kampf auch Schluss, ne? Würde ich mal sagen. So, noch drei Pokémon. Oh. Kommt ihr einfach mit dem Raichu um die Ecke, okay? Oh. Okay. Das ist weniger ein Problem, als ich gedacht hätte. Alles klar.
Geradeaus, auf geht's. Oh, hallo, wo ungenau? Du kannst doch bis. Das sollte ja gar kein Problem sein, das wo ungenau. Oh, wow. Hat mein Geradeaus irgendwie minus Angriffwesen? Das macht so wenig Schaden, finde ich. Dafür, dass es eigentlich ein physischer Angreifer ist. Ich meine, es hat keinen Step, die Attacken. Aber das könnte ruhig ein bisschen mehr Schaden machen an dem Pokémon mit sehr effektiven Attacken. Muss ich jetzt mal sagen, ja. So, das gibt es aber ein Level Up. Bestimmt, ja. Es will eine Wasserattacke lernen. Ja, ja, wir sind endlich. Wir sind erlöst von dem Fluch. Vom Wasser-Pokémon ohne Wasserattacken. Hat jetzt aber auch lang genug gedauert, ja? Es hat jetzt lang genug gedauert. Sehr schön. Geht doch. Das hat wenig Schaden gemacht. Oh, ich bin aber auch viel zu unterlevelt. Krass. Da sollten wir vielleicht dem lieber die Sonderbonbons geben. Oh, gecrittet. Es gibt sein Bestes. Immerhin das. Nun. So, Mara erledigt das jetzt. Gibt ihm den letzten Stoß.